Vorgeschmack aufs Oktoberfest, Wip-S, Dirndl und Lederhosen. Heißt es etwa schon wieder O-Zapft-Is? Wie fast jedes Jahr gibt es ab Mitte September das Oktoberfest in München. 2023 fand endlich wieder, nach einer Corona-bedingten Pause, als kleiner Vorgeschmack darauf die Weißwurst-Party im Stanglwirt statt. Und für diesen Anlass schmissen sich einige Stars und Sternchen in ihre Tracht. Promiflash zeigt euch die schönsten Dirndl- und Lederhosen-Looks der Promis. Zur 30. Ausgabe der legendären Fete ließen sich unter anderem Stars wie Arnold Schwarzenegger, 75, Paulina Rojinski, 37, Caro Dauer, 27, oder Oli P., 44, samt seiner Frau Pauline blicken. Vor allem die Damen wie Paulina oder Caro setzten auf sehr traditionelle Tracht. Model Barbara Meyer, 36, machte ebenfalls eine gute Figur, ihr beigegoldfarbenes Dirndl umschmeichelte prima ihren After-Baby-Body. Doch auch die Stimmung war offensichtlich unschlagbar. Das Event ist einzigartig und die Atmosphäre außergewöhnlich. Ein tolles gemischtes Publikum, knapp 3000 Leute, die meisten davon in Tracht. Wirklich beeindruckend. Die Idee, zum 30. Jubiläum eine Zeitreise in die 90er Jahre zu machen und Acts von damals auf die Bühne zu holen. Finde ich genial. Mein persönliches Highlight war der Auftritt von DJ Oli P., der die Stimmung richtig angekurbelt hat, verrät Daniel Kramer, Celebrity und Creators Manager bei Meta, gegenüber Promiflash.